Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Blasphemous 2. Hier im vermutlich letzten Gebiet des Spiels, die zwei Monde, das ist eine ziemlich coole Referenz auf Symphony of the Night, das, wie ich finde, beste Castlevania war, mit einem auf dem Kopf stehenden Level. War ein bisschen verwirrend, aber wir haben es geschafft, die Tür zu öffnen zu dem vermutlich letzten, ja, Taubenboss auf jeden Fall. Danach könnte es eventuell noch zum Finale kommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was für eine Hausnummer hier auf uns wartet. Die liebevolle und freundliche Speerträgerin hat hier vor dem Spiegeltor gewartet und ich konnte ihr einen Questgegenstand überreichen, nämlich irgendein Öl, womit ich ihren Speer verbessern konnte. Sie scheint mir jetzt in diesem Kampf irgendwie dann zur Seite zu stehen. Das wäre cool. So, alles klar. Dann wagen wir uns hinein. Ich mache erstmal hier die Lampe kaputt. Das ist wichtig. Oh. Svona. Wow. Oh, hier ist eine Plattform. Oh, das ist wieder so ein... Jungfrau. Wunderschöne Jungfrau. Oh ja, au, 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 au. Ah, das gab eine Zeitlupe, deswegen bin ich falsch durch den Strahl durch. Oi. Oi, oi, oi. Oi. Okay. Das ist eine Bullet Hell. So ein Bullet Hell Boss hatten wir schon mal. Da war es, einfach wichtig, die Muster herauszufinden. Mach dir die Lampe kaputt, ich sag's dir nur so. Wie sich das Gesicht entwendet, ey. Uah. Oh, jetzt fängt sie schon damit an. Hier. Der coole Idee. Der Damage, den diese Bollen machen, der ist ja echt... Okay, das ist jetzt halt einfach... Oh. Wow, da ist nicht viel Platz. Ja, der Schaden, der Schaden, den die macht, der ist, ich weiß nicht, ob man da vielleicht einfach passiver sein sollte, bis sie aufhört. Und das sind dann halt einfach schöne Momente, wo man, oh ey. Wieder mal ganz großartige Musik. Ich will noch nicht heilen, das ist noch ein bisschen zu früh. Ah, das sind die, ja. Es ist kontraproduktiv, gute Dame, dass du da in die Zeitlupe schaltest. Wenn du da mit deinem Speer auftauchst. Das wirft mich komplett aus meinem Timing-Konzept raus. Aber gut, langsamer, langsamer. Auch wenn sie dann wieder ihre komplette Körpergestalt materialisiert und dann die Blitze kommen. Einfach langsamer. Ja, Materialisierung, jawohl. Weil es ist echt knapp, die Zeitfenster, um auf den Boden wieder zu kommen. Boah, zweimal?
Okay. Harte Lektion. Das Schlimmste ist echt, wenn sie die oben-unten Schüsse macht. Au. Oh, oh. Nein. Das war jetzt echt gut. Au. Ja, eine Lernrunde. Flieg rum, das ist okay. Jetzt kommt der Strahl. Nee, das ist einfach zu riskant, hier irgendwie zu versuchen, da Treffer zu landen. Nur wenn sie dann quasi rechts und links die Position sucht. Oh. Ja, nee, das... Oh oh. Das ist wahrscheinlich auch nur eine erste Phase. Ach so, sie macht es jetzt zweimal. Immer. Okay. Keine Heilflaschen mehr. Dreimal. Hey! Vielleicht schaffen wir es jetzt mal noch die zweite Phase. Nee, nicht mit dem Leben. Hi! Die Plattform taucht immer relativ nah bei ihr auf, also es hilft da nichts wegzurennen und das Weite zu suchen. Da muss man an ihr dran bleiben. Aber Gott sei Dank, hier kurzer Weg, keine Gegner. So lobe ich mir das. Nur ich weiß nicht, was all diese ganzen Souls-Likes, die ich zurzeit auch spiele und in der letzten Vergangenheit oder überhaupt in der Vergangenheit gespielt habe. Oh, ist das weit weg gewesen. Dass es immer diese Zwischensequenz braucht, um den Boss einzuführen. Ja, das erste Mal ganz cool, aber das nächste Mal, da will ich doch einfach nur kämpfen. Zum ersten Mal hat mich das richtig aufgeregt bei Sekiro, bei Genichiro, wo jeder von uns Ewigkeiten verbracht hat. Au. Und dann jedes Mal aufs Dach hoch und jedes Mal sich die Zwischensequenz wegdrücken. Oh! Und das zieht sich durch. Bis heute. Ich habe das hier in Blasphemous, ich habe das in Lies of P, ich habe das in Lords of the Fallen. Komischerweise in Elden Ring auch nur teilweise, ne? Also wenn man bedenkt, so, ja, man hört sich auch... Oh, ich muss da springen, das geht gar nicht mit Rutschen. Ja, wenn ich nebenher ein bisschen erzähle, ne? Bei Elden Ring ist es ja nicht so. Da muss ich mir nicht jedes Mal die... Ah, Melania taucht auf und baut sich erstmal auf und erzählt erstmal ihre Geschichte, sondern du läufst rein und sie sagt einfach nur, I am Melania, Blade of Mikela, was man sich auch 80 Mal anhören muss. Aber der Kampf geht sofort los. Same mit allen anderen, die Zwischensequenzen haben, so wie Rykard und so. Renala, oder? Muss man da die Zwischensequenzen wegdrücken oder nicht? Bin mir jetzt gerade echt nicht so hundertprozentig sicher, aber wenigstens bei Melania nicht. Da wussten sie schon. Ja, das könnte häufiger sein, dass man da reinläuft und deswegen maximal nervig werden. Die Plattform wurde auch immer kleiner, ne? Das waren jetzt drei Einheiten hier. Und... Nee. Ich lass das, oder? Weg. Puh. Wie viel macht sie eigentlich Schaden? Oh. Holla. Das hat sie es nur zweimal gemacht. Das kann nicht alles gewesen sein. Glaub ich nicht. Das Spiel hat mich schon gelehrt, mich nicht zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Ah. Ja, Bullet Hell Bosse perfektioniert, hat die Nier-Reihe. Nier Automata, Nier Replicant. Das ist einfach großartig. Kann ich nur wärmstens empfehlen, diese volle Action. Adventure, Action-Rollenspiel, Action-Adventure-Reihe.
grandios erzählt. Tolle Musik. Oh. Blöde Stelle gewählt zum Heilen. Ich verstehe schon, das ist... Zweimal schlagen. Deswegen nah dranbleiben. Geh nach oben. Ah. Boah. Ja, das ist ein Geduldsspiel. Ich habe jetzt... Lass mich jetzt... Ah, das oben fliegen ist natürlich einfacher, ne? Hat auch ein bisschen was mit RNGs zu tun. Was sie tut, was sie aneinander reiht. Vorhin hatte ich echt mehr Glück mit den Möglichkeiten, dass ich selber Schaden austeilen kann. So, dass sie einfach mal hin und her fliegt, ohne dass was passiert. Der Schaden, ey. Keine Fehler. Oh, komm. Das, wirklich. Diese Zeitlupe. War ein bisschen zu nah dran. Okay. Zwei Flaschen habe ich noch in die zweite Phase. Wenn es die gibt, werde ich schon noch kommen. das Ding ist jetzt nur noch eine Einheit breit. Und jetzt macht sie es zweimal. Oh nein. Well played, game. Ich glaube nämlich, durch den Strahl durchhuschen wird nicht funktionieren. Du musst diese Plattform als Deckung nutzen. Der ist zu breit. Oh, ich weiß, was ich noch mache. Wenn sie zum Blitz ansetzt und komplett materialisiert ist, dann hauen wir den Feuerzauber rein. Das geht so... Oha. Mist, das war zu nah dran. Was ist denn das jetzt? Der war neu. Das war knapp. Oh, Strahl. Aha. Millimeter. Aber der hat wehgetan. Und warum ist jetzt eigentlich sie nicht aufgetaucht? Und hat mich mit ihrer Zeitlupe genervt. Ja. Komm, und komm runter. Nein. Zeitlupe ist ein Todesurteil und ich frage mich wirklich, was das soll. Du bist eher wenig hilfreich, gute Dame. Der eine Schlag, den du da verpasst, ist meistens ein Treffer für mich. Ah, nein. Ja. Ah, jetzt bin ich so weit weg.
Oh nein, das war zu wenig Zeit. In den letzten Ausläufern. Ich dich noch hinterher. Oh. Ja, da ist die Reichweite meiner Waffe natürlich hilfreich, extrem, aber. Es ist schon riskant, da in dem Moment versuchen, Schaden auszuteilen. Wegen dem hier, genau. Das kann man dann höchstens. Nur noch zweier Plattformen. Oh. Das ist schon gut hier. Da, oh. Ja, ich werde wieder zu aggressiv. Das ist eine blöde Idee. Warten wir ab. Und rutschen hin. Ah, schade. Ich mag diesen Zauberspruch, der ist echt super. Das war gemein. Aber du fängst jetzt eh bald an, hier zwei, dreimal hin und her zu fliegen, ne? Das wird übel. Na. Trau dir nicht. Oh ja. Nein. Oh Gott, nein. Das sind halt dann auch nur Einser-Plattformen und wie schnell die auftauchen, wie gut man da reagieren muss. Du musst auch echt Glück haben und richtig stehen. Oh, die doppelten Treffer. Es gibt ja im Grunde kein Damage-Boosting in dem Spiel. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, das ist echt heftig, dass man nicht durch nach Treffern kurze Iframe-Phasen dann einen sogenannten Damage-Boost machen kann, sondern du wirst instant wieder getroffen. Und bei solchen Bullet-Hell-Dingern ist es natürlich, dann fällt das besonders krass auf. Das war ein schöner Treffer. Nee, nur oben. Wenn sie unten schwebt, nicht. Nur oben. Dann geht es eigentlich ganz gut. Das muss ich erst machen, wenn sie. Ja. Wie oft darf ich mich jetzt hier als kommentierender Spieler noch über diese Zeitlupe aufregen? Ah, die ist so grenzwertig Bullshit. Da möchte man schon fast schreien, hey komm, nein, bleib einfach weg. Lass das mich machen. Wow, da ist die Arena schon zu Ende. Ich lieb's halt, dass mein Hammer in der Luft zwei Treffer macht. Okay, jetzt warten. Vorne raus. Gefällt mir auch nicht so gut. Gehen wir da hinten. Warum fliegst du nicht mehr oben?
Das ist das Schlimmste, wenn sie das macht. Sie macht es relativ selten, aber wenn sie das macht, dann. Da habe ich das Ausweichkonzept noch nicht so ganz. Das erste Mal, als ich da durchgekommen bin, war das mehr Glück als Verstand. Und nach dem Doppelsprung muss man echt so eine Schlange nach unten fallen, damit man rechtzeitig sich durch die Lücke schlüpfen kann und sich ducken kann, weil man muss ja noch den Kopf runter. Ja, das war maximaler Schadensoutput mit minimalem Aufwand. Oh, jetzt fliegst du. Nein. Oh. Ah, hier. Jetzt fliegt sie viel schneller. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Komm runter. Ich taube mal prophylaktisch, weil dann kann ich die Zeit sparen und zwei Phasen vielleicht raushauen zwischen ihren beiden. Oh, das war dumm. Ah. Na, huhuhu. Hier. Ja. Ah. Schade, dass mich da zurückgeworfen hat. Oh, sie schießt dreimal. Das macht nichts, das ist gut. Jetzt kommt endlich mal die zweite Phase. Jetzt mache ich aber auch grenzwertig Bullsch. Ah, ne, das war's? Okay, überraschend. Fermosa, Fembra. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. The body of the lady lies before our victorious feet. Her curse and the curse of this place are lifted. My promise has been fulfilled by dint of your help, penitent one. Before continuing on your journey, first take this as a sign of our blessed bond. Zechel, des grausamen Dumm. Farewell, penitent one, on the straightest of paths. Wow. 4 Martyriumspunkte. Jede Menge Währung. Spiegelschlüssel. Und wahrscheinlich ein Amulett. Gucken wir gleich mal. Schlüssel gefunden in den Überresten von der Gequälten der zwei Monde, eröffnet den letzten Käfig in der Kapelle der fünf Tauben. Ah, das ist ein Zauber. Er schafft eine Barriere aus Dornen, die ihm Miasma-Schaden zufügt. Das war das aber nicht. Glaube ich. Habe ich hier noch was? Nein. War es das? Doch, doch. Zechel des grausamen Dorns, genau. Okay. Anon, this glass sarcophagus shall open. The relic
of mine own uncorrupted tongue and its secrets shall soon be yours. Then this shadow can give thee no more. I go soon to that lodging between light and nowhere. This shall be our farewell. Dove, who borrows thine color from the raven, escape your gilded prison. Nummer 5. Oh, hi. The resting time between the thundering beats of the descending heart shorten irrepressibly, thus heralding the imminent birth of the new child. Hasten your steps to meet it, penitent one. The resting time, but hasten your steps. Ist okay, nur wohin? Nach links? What? Das ist weit oben. Und ich so letztes Gebiet. Wie sagt nein? Ich habe eh nur so ein paar Sachen notiert, die ihr mir so geschrieben habt, die ich mal noch ein bisschen nachholen muss. Insofern vielen Dank hierfür. Ich will jetzt allerdings echt aus diesem Level raus. Der war ein bisschen zu verwirrend für mich, wegen den Wechseln zwischen den Spiegeln. Das war echt. Weil wo ist man dann rausgekommen? Wo hat man dann weitermachen können? Ganz schön knifflig. Jetzt holen wir uns erst einmal. Hast du was zu erzählen? Ja. I have carved a new figure for your altarpiece. Castulla. Oh, die ist kaputt. Castulla erhöht verursachten Schaden, wenn wenig Schuld angehäuft wurde. Oh, das klingt cool. Erhöht die Betäubungskraft von Angriffen bei maximaler Gesundheit. Vielleicht finde ich da noch was anderes. Steckt Gesundheit nach einer Exekution wieder her? Nee. Verstärkt die Wirkung von Gallenflaschen. Erhöht den verursachten Schaden bei niedriger Gesundheit. Nee. Erhöht den Schaden durch Gebete. Erhöht den Schaden durch Gebete geringfügig. Blitzschaden, Masma, Mystik. Verringert Nachteile beim Anhäufen von Schuld. Das Einbußen von reduziert Abklingzeit für das Ausweichen. Erweitert das Zeitfenster beim Blocken. Nö, dann bleibt es schon. Es ist schon okay so. Gut. May the miracle. So, dann, wenn wir gerade von Schuld sprechen, müssen wir die auch wieder loswerden. Das Geld dafür habe ich ja locker. Es sei denn, er hat seine Preise angepasst. So. So be it. Bucher. Okay. Also, ich habe jetzt wirklich eine lange Liste tatsächlich. Dahin muss ich. Da können wir nur zu Fuß hin. Wobei, ich könnte von hier aus nach links laufen. Oder machen wir zuerst, es gibt da unten im Labyrinth der Fluten, gibt es noch eine Nonne hinter einer Wand, habt ihr mir geschrieben. Und ich glaube, das hole ich zuerst. Vielleicht reicht diese eine Schwester, damit ich endlich, und das habt ihr mir auch geschrieben, zwischen den Checkpoints
hin und her teleportieren kann. Nicht nur zwischen den Wegpunkten, also den Teleporttüren, sondern tatsächlich zwischen allen Checkpoints. Das macht das Erkunden der Spielwelt natürlich um einiges einfacher. Wenn das geht, wäre ich... Oh, halt, falsche Richtung. Wäre ich begeistert. Also bitte, bitte, lass es diese eine Schwester noch sein, damit ich diesen Quality of Life Bonus mir einheimsen kann. So. Also, jetzt schlagen wir hier im Labyrinth mal gegen alle Wände. Und zwar soll das irgendwie am linken Ende gewesen sein. Au. Weil hier am rechten... Ja, wir laufen jetzt mal ganz nach links. Man. Also, die sind auch in Castlevania schon allesamt maximal nervig. Ist gut jetzt, Jungs, ne? Aus der Luft gefischt. Das mit dem Analogstick, das haben sie immer noch nicht hinbekommen. Und danke, dass ihr mir geschrieben habt, dass man auch mit dem Hammer durch die Ketten durchschwingen kann. Ich habe da mir das manchmal ein bisschen schwerer gemacht, als es nötig war, denn in der Luft dann quasi nochmal die Waffe zu wechseln, dass man durch so eine Kette durchschwingt und dann muss man eventuell noch runterstoßen oder irgendwas anderes kaputt hauen. Dinge, die ich allesamt viel zu spät noch gelernt habe. Ah, warte mal. Ah, ne, das ist nur die Sicht nach. Na, hier kann es ja kaum sein, wenn die Dinger da dran kleben. Ah, speaking of, genau, ich habe ja jetzt insgesamt mindestens 5 Punkte. Hier ist alles maximiert. Oh, hier fehlt ja noch einiges. Grundgütiger. Das kostet alles 3 Punkte. Ja, das könnte man noch alles hinfarmen. Weil wenn ich denke, dass das Schwert, das Krummschwert noch quasi gar nicht gelevelt ist. Ah, hier hätte es sein können, ne? Ah! Vergaß die Hitboxen dieser Flammen. Da kommt doch diese... Tja, wer hat den längeren, ne? Atem, buchstäblich. Macht aber immer noch ordentlich Schaden, ey. Ich muss ein kleines bisschen auch hören, weil das Flüstern indiziert ja auch, wo sie ist. Gucken wir mal hier in den Raum, aber ich glaube nicht. Nein. Fehlen aber auch noch 8 oder 9 von den Babys, ne? Das ist auch nicht wenig. Das ist jetzt wahrscheinlich für jeden, der genau weiß, wo diese Schwester sich versteckt, bestimmt qualvoll mit anzuschauen, wie ich jetzt hier durch dieses Level stolper. Hier aber nicht, ne? Das war ja diese Geschicklichkeitseinlage. Ich meine, ich kann es probieren. Thank you.
Beste Entscheidung der Entwickler zu sagen, diese Speerfallen sind keine One-Shots mehr. Okay, dann sind wir jetzt hier durch. Also, dann kann ich jetzt ja alles ablaufen von... Also eventuell, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, würde ich tatsächlich höchstwahrscheinlich sogar off the record, ich würde mir irgendwo eine Karte aus dem Internet holen und noch so die Schätze und Geheimnisse abgrasen. Am schlimmsten wird das mit den Babys, die noch fehlen. Weil bei fast 40 Stück, ich habe ja fast alle, dann noch die zu finden, die mir noch fehlen, ugh. Lausche. What? Ich höre aber auch nichts hier. Es ist einfach totenstill. Jetzt ist hier eine Sackgasse. Oh. Hätte ja sein können, dass ich hier noch einen Questgegenstand abgeben muss. Ich habe so viel davon, die noch ungenutzt sind. Nee, also hier in diesem großen 3x3er Raum. Hey! Oh. Seid ihr sicher, dass das hier im Labyrinth war? Die Chancen werden dünner, dass ich hier noch was finde. Das war die andere Seite von genau. Die Arme, die Höhle festgehalten hat. Ja, hier der Bereich ist es jetzt halt noch, der sein könnte. Platsch. Oh, hi. Wenn, dann räume ich hier komplett auf. Gibt auch alles Martyriumspunkte. Mit euch habe ich ja eh so eine persönliche Vendetta. Ach, du stehst aber schön da. Das ist wirklich... So, jetzt durchgedamaged, boostet. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Das ist auch hier dann mit dem schnellen Schaden, den man da wieder nimmt. Dass man da keine Sekunde mal kurz Iframes hat. Bei diesen Fleemen, wenn die dann in einen reinspringen, dann sind es gleich 2-3 Treffer, für die man echt nichts kann.
rechts. Erstmal unten. Aber ich bin mir langsam sicher, dass wir hier nichts finden werden. Sehr enttäuschend. Vögel überall. Da war auch nur die Truhe. Ja, jetzt sind wir gleich durch. Ja, was soll ich sagen? Es war leider nichts. Hier bin ich richtig, ne? Ah, aber wen haben wir denn hier bekämpft? Oh ja. Ah, ein Träumchen. So, ich weiß, dass ich noch einen diesen Wachssamen habe. Den kann ich zu dem säugenden, bärtigen Mann bringen, und zwar hierhin. Oh. Das sind ja meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Also, da kommt so schnell nichts dran. Oh. Oh. Ja, ich bin ein bisschen unvorsichtig, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe nur den einen gehabt, ne? From every seed, call upon them all. Oh, ich hatte noch einen. From a call upon. Ihr habt keine Samen zum Setzen. Vielleicht fehlt noch eine. Okay. Das habe ich. Okay, dann brauche ich einen Teleporter. Ein Safety hier. Muss hier irgendwie wieder gesund zurückkommen. Nein. Oh, voll auf den Dicken gefallen. Das war hier, ja. Nein, ich wollte eigentlich teleportieren. Wo ist denn... Oh, eine höher. Ah. Hier. So. Und zwar brauche ich den Reiter. Und ich glaube, ihr habt mir... Das Wiegenlied abgeben. Braunes Gebiet unter der Stadt, habt ihr mir auch gesagt. Aber wo ist da... Wahrscheinlich... Wir laufen mal von hier nach links.
Ich laufe wahnsinnig gern raus und rein. Oh nein. Vergesst es. Vergesst es einfach. Wir sind unter die coolsten Gegnerdesigns. Zusammen mit dem Wald. Das ist so herrlich morbide hier. Warum ist der Raum hier oben? Was habe ich denn hier noch nicht? Moment. Ja, der war gut. Hä? Oh. Jo. So, noch 7. Hier habe ich eine Kiste markiert. Ah. Also, Zeichen des Martyriums. Dann kann ich hier ja A, das verballern. Und B, auf der Karte das entfernen. Checken wir kurz. Aha. Entlohnt uns mit der falschen Münze. Yes. Jetzt bringt er uns in den Bereich, wo ich sonst nicht hingekommen bin, wo ich vor einer Wand stand und nicht überlegt oder nicht wusste, wie man da hinkommt. Vielen Dank für den Hinweis. Der ist Gold wert. Einmal mehr rettet ihr mich. Ja, guck an. Den meinte ich jetzt zwar nicht, aber ich dachte eher, dass ich da hinten, da, und da gab es noch so einen Bereich. Wahnsinn, wie viel es in dem Spiel gibt. Aber jetzt erstmal hier. Mal sehen, was das hier ist. Oh. Das hat mir jetzt ja gar nichts gebracht, außer einen weiteren Schnellreisepunkt, oder? Also, ich meine, wenn ich jetzt nochmal mit ihm rede... Der macht eine Rotation. Zerzo. Da kann ich jetzt gerade nicht gucken. Hier ist er jetzt allerdings nicht mitgekommen. Okay. Aber das ist jetzt der Bereich, den ich meinte. Hier oben. Oh nein. Dieser Knockback. Stirb. Schnell. Das schrie förmlich danach. Wunderbar. Da rechts ist auch eins. Oh. Oh, schön. Aber Martyriumspunkte. Oh, fuck. Okay, dann muss ich aufräumen. Dann habe ich mehr Zeit.
Oh, du bist aber auch tanky, ne? Oder besonders feuerresistent. Au. Holla. Okay. Ey, das ist aber auch eine gemeine Stelle hier, Leute. Kidden. Na komm her. Boah. Okay, jetzt nochmal. Jetzt habe ich zwei, ne? Yay! Es ist alles zusammengebracht. Sehr gut. Am besten wieder nach unten. Nee, Leute. Ihr kommt mir auch echt zu häufig vor. Wisst ihr das? Ja, auf den dicken dann fallen wir immer schön gerne drauf. Das passt schon. So, dann zurück in die Stadt. Wir müssen zu den Schwestern. In der Hoffnung, das eine war es jetzt. Und ich gucke noch, was ich hier für eine neue Statue gefunden habe. Ach, das kann ich ja mittlerweile auch bei den Checkpoints. Naja, egal. Etappe der Gunst öffnen. Welche ist neu gewesen? Die da. Erhöht den Elementarschaden bei maximaler Inbrunst. Interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Da oben. Nach oben. Da oben. Eine Laterne fehlt noch. Ihr könnt nun zwischen Betpulten hin und her reisen. Yes! Ja. Oh. Herrlich. Oh, ich danke euch. Was haben wir noch? Wiegenlied, braunes Gebiet unter der Stadt. Wo ist hier ein NPC, den ich nicht markiert habe? Vielleicht hoffentlich gleich hier. Das ist der letzte Punkt auf meinem Zettel, den ich habe. Und dann ist die große Frage, wie kommt man... Hier eventuell, ne? Das war ja die Kapelle der fünf Tauben, dass man hier links oder rechts dann... Das wird wahrscheinlich hier dann weitergehen. Jetzt gehen wir aber erstmal vom Brunnen aus. Oh, und ich guck mal kurz noch nach rechts zum Händler, ob der für unfassbar viel Geld noch irgendwas zu verkaufen hat. Die hat doch immer Martyriumspunkte dabei gehabt. Oh, und zu dieser Statue. Da habt ihr mir auch gesagt, da muss ich nochmal hingehen. You point.
Oh, da ist ein Wachsam. Here among Wenn wir jetzt hier einen Wachsamen nochmal kaufen konnten, dann tut's mir leid, wir müssen nochmal in die Wachsstadt. Oh, ich muss mir jetzt echt angewöhnen, dass ich jetzt tatsächlich zwischen den Checkpoints hin und her reisen kann. Oh, herrlich. Hier in dem Fall nutzt mir das jetzt nichts, weil der Checkpoint oder die Teleporttür ist näher dran, aber nichts. Oh. My child, my body will melt and become. Ich hab sie alle. This high tower that you can see from afar, and I will watch you from its battlements. Go with the sisters, my child, penitent one. Pray, take this token of gratitude. Erinnerung an Cesareo. Ah, das kann ich dann der Bildhauerin bringen. Cool. Wenn ich jetzt mal rausgehe und wieder reingehe, wird er weg sein, oder? Oh Mann, ey. Und dann lässt er einfach das Kind im Stich. Grausam. Oh. Okay, jetzt fallen wir jetzt gleich wieder auf den Dicken. Das ist ja Tradition. Zwischen den Betpulten teleportieren. Ah, ja, hier, irritabler Gunst, das stimmt, das geht ja jetzt neuerdings. Gut, ich könnte jetzt auch zur Stadt teleportieren, aber ich wollte das jetzt unbedingt mal ausprobieren auf diesem Wege. Verzeiht. So. Ich habe ein Memento für dich. Der selbstlose Vater. I have carved. Da. Reduziert Inbrunstkosten für Gebete. May the miracle. Da kann man echt schön unterschiedliche Builds zusammenbauen. Das ist echt toll. Also es hat alles irgendwie so seine Daseinsberechtigung für die unterschiedlichen Spielweisen. Toll gemacht, tatsächlich. Was war hier? Nö. Ja, das war Gebiet Nummer 1, das allererste. Das waren Zeiten, ne? Runterfahren will ich nicht. Ich will eigentlich das Gebiet kurz erkunden. Aber gab's da einen NPC? Also da dürft ihr mir gerne mal ein bisschen präziser verraten, wo ich das Wiegenlied abgebe. Ich bin nämlich da gerade tatsächlich ein bisschen ratlos. Vielleicht finden wir im Zweifel ja noch irgendwo eine Nonne in der Wand.
Ja. Aber da unten ist ein Raum, wo Potenzial ist für einen NPC, den ich schändlicherweise nicht markiert habe. Süß, euer Schaden. Jetzt unter mir. Ja. Zustimmen. Gegeben, wie Glied der weißen Küste. Sleep, my child. Sleep. Don't cry loud. My voice, my girl, was running along the cliff. What did you see, my child, in the reflection of the water? Sleep. Child, your sleep, my child. Autoscroller. Ich glaube, hier hätte ich schon viel früher hingekonnt und das ist gerade ganz hilfreich. Weil der Schaden, den ich mache, lässt mich hier, glaube ich, ganz gut durchkommen. Ein Schlag für die Gegner hier. Wow. Und auch der Schaden, den alles hier macht. Bis jetzt. Aber mal sehen. Das kann ja noch... Es wird schneller. Ja, nicht ganz ohne. Das war jetzt am Ende übel. Da habe ich jetzt gerade Glück gehabt, dass ich die richtige Reihenfolge der Waffen hatte, sonst wäre ich abgestürzt. Oh, schön. Tiento an euer dorniges Haar. Ist das ein Zauber? Ruft die Gegenwart der dornigen Dame zur Hilfe, die den Büßer für kurze Zeit vor dem Bösen schützt. Wow. Nice. Ja, das war eine schöne Belohnung tatsächlich. Oder halt eine schöne Aufgabe gerade. Mal was komplett anderes. Ein Autoscroller hatten wir jetzt bislang auch noch nicht in dem Spiel. Gefiel mir gut. Meine Liste ist abgegrast. Wunderbar. Dann können wir jetzt die neue Funktion nutzen. Uns hier schon mal bereitstellen für die nächste Episode. Es geht nach oben ins vermutliche Finale des Spiels. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Hier in Blasphemous 2. Bye bye. Und macht's gut.